Haben die Lieben. Also ich bin's wieder, Angelo. Heute mit etwas weniger Stimme wie die letzten Tage oder letzten Male. Mag aber auch leider daran liegen, dass ich heute mir das Schalke-Spiel angeguckt habe, wir gewonnen haben, dementsprechend etwas weniger Stimme habe. Aber an sich mache ich trotzdem mein Video natürlich. Diese Woche mit dem Thema Krankenhäuser und den OPs. Halt zu erklären, wo wir die machen lassen, beziehungsweise wo wir die machen lassen haben. Ich selber habe natürlich leider noch keine OPs. Habe jetzt aber bald ein Vorgespräch. Dementsprechend kann ich zwar jetzt nicht ganz so viel dazu sagen, aber zumindest kann ich euch erzählen, wo ich es machen lasse. Am 29.03. habe ich mein Gespräch in Düsseldorf im Facial Nightmare Klinik Düsseldorf oder wie auch immer das sich jetzt schimpft. Freue mich da auch tierisch drauf, weil ist natürlich der erste Weg, zumindest schon mal die ersten Sachen hinter sich zu bringen. Freue mich dementsprechend natürlich sehr darüber, hoffentlich auch die Kostenübernahme zu kriegen. Gut, meine Hysterektomie selber, also sprich die Gebärmutterentfernung, lasse ich wahrscheinlich irgendwo hier bei mir in Gelsenkirchen machen. Wahrscheinlich aber mehr oder weniger in Buhr, weil in Gelsenkirchen, Ückendorf oder ich sag's mal Altstadt oder sowas bin ich da nicht so von den Krankenhäusern überzeugt, aber da werde ich mich definitiv noch mehr darüber informieren, wo ich das genau machen lassen kann. Ja, da ich auch einer dieser Leute bin, sage ich jetzt mal, die ihren Aufbau natürlich haben möchten, weil ich, ja, ich sag mal, selber mit meinem weiblichen Geschlecht an sich nicht klarkomme, beziehungsweise in gewissem Maße kann ich es zwar ignorieren oder überspielen oder im Kopf einfach umdenken, aber ich möchte definitiv ein körperlich vollwertiger Mann sein. Dementsprechend möchte ich natürlich auf meinen Aufbau. Da muss ich mich tatsächlich aber noch informieren, wo ich diese OP machen lasse, weil ich noch nicht weiß, welche Kliniken an sich diesen Aufbau natürlich dementsprechend machen, welches Krankenhaus bzw. welche Klinik dafür dementsprechend geeignet ist. Werde ich mich irgendwann in ferner Zukunft, wenn es dann dementsprechend soweit ist, sehr viel mit in, nein, sehr viel auseinandersetzen, so rum. Und denke mal, da werde ich schon das richtige Krankenhaus für finden. Mastektomie selber definitiv, wie ja schon am Anfang gesagt, in Düsseldorf. Freue ich mich richtig drauf, wenn alles gut geht und Krankenkasse und alles natürlich mitmacht. Bin ich die Brüste dementsprechend dieses Jahr definitiv los? Kann Ende des Jahres, spätestens im nächsten Sommer, also nicht dieses Jahr Sommer, sondern nächstes Jahr, auch oben ohne schwimmen gehen. Freue ich mich riesig drauf. Und ja, gucken wir mal. Werde mich auch auf jeden Fall definitiv nochmal der restlichen OPs nochmal annehmen. Gucken, wo mache ich die. Hörst du, also sprich Gebärmutterentfernung, wie gesagt, definitiv in Gelsenkirchen hier irgendwo bei mir. Und den Rest wird man schauen. Euch auf jeden Fall definitiv noch mal einen schönen Abend. Ich weiß, Video ist nicht lange, ist aber auch recht spät. Muss noch hochgeladen werden. Und so viel zu sagen war ja meinerseits auch leider nicht. Und euch noch eine gute Nacht. Bis zur nächsten Woche oder wann auch immer wir uns sehen. Und ja, schlaft gut. Ciao.